Finaltag beim 29. Deutschlandcup in Krefeld. Schon am Vormittag trafen die Schweiz und Russland zum vorgezogenen Endspiel aufeinander. Oleg Bratosch, das Duell gegen Patrick Fischer. Und der Sieger dieser Partie, der würde auch das Turnier gewinnen. Geht rein mit Überzahl Russland. Noch 25 Sekunden sind zu spielen. Schlagschuss, blaue Linie, Scheibe abgefälscht. 1-0. Schön aufgebaut, dann Rafikov mit den Schritten rein ins Drittel. Und Ilin mit dem Abschluss. Wir schreiben die 12. Minute. Druck auf dem Kessel und der Ausgleich erzielt. 5-3 Überzahl. Diesmal waren es die Schweizer im Powerplay und die brauchten gerade mal 7 Sekunden. Vom Bulli, dem Torerfolg von Karrer bis zum Jubel. Starker Start in eine hart umkämpfte, kämpferisch starke Partie, in der auch ordentlich auf Körper gespielt wurde. Dann diese Situation. Nächster Angriff Russland. Gefährlich vor dem Tor. Strafe angezeigt. Dann der Pfiff und die Entscheidung. Penalty. Berci und Kara bearbeiten die Russen. Sen im Tor versucht zu halten und dann der Penalty. Konstantin Okulov scheitert an Sen. Es war ein Drittel, das wirklich alles bot, richtig Spaß gemacht hat. Und das 3 Minuten vor dem Ende noch mal was zu bieten hatte. Die Schweizer übernehmen die Scheibe in der eigenen Zone. Dann wieder mal dieses ganz, ganz schnelle Spiel durch die neutrale Zone. Und der Abschluss. 4 Tore hat er vorbereitet. Jetzt macht er eins selbst. Berci mit dem 2:1. Wunderbare Vorarbeit und dann der Abschluss. Die Schweizer Fans feierten nicht zu Unrecht die Drittelpausenparty. Dann ging es in den Mittelabschnitt. Und der war ähnlich hart umkämpft, wie dieser Check zeigt. Heldner gegen Andrei Svetlakov. Daraus resultierten Strafminuten für den Check, für die danach folgende Prügelei. Aber Eishockey wurde auch noch gespielt. 9 Minuten vor Drittelende. Da waren sie mal wieder. 5 gegen 5 auf dem Eis. Und die Russen mit tollem Kombinationsspiel und dem erneuten Ausgleich zum 2:2. Semchonok durch die Schoner von Sen. Auch die Vorbereitung gut. Da waren die Schweizer einmal nicht komplett fokussiert. Und schon hat es das Team von Oleg Bartosch genutzt. Ausgeglichen mit einem 2:2 ging es ins letzte Drittel. Und da war wieder mal eine dieser vielen Überzahlmomente angesagt für die russische Mannschaft. Und wieder von der blauen Linie. Abrosimov mit dem Führungstreffer. Damien Riad draußen. Und dann kommt dieser perfekte Schuss vor den Augen von Sen, der die Scheibe viel zu spät gesehen hat. Und dann 4 gegen 4, noch 8 Minuten, die Entscheidung. Judin trifft. Judin und seine Teamkollegen jubeln. Die Schweizer konnten dem enormen Tempo des Schlussdrittels nichts mehr entgegensetzen. Russland besser, entschied damit diese Partie und auch das vorgezogene Finale für sich. Gewinnt zum 6. Mal den Deutschlandcup, bleibt hier immer ungeschlagen. Und die Schweizer, tja, diese junge Mannschaft hat tatsächlich eine große Zeit vor sich.